Und weiter geht's. Ja. Es klappt nicht. Ich habe auch schon was anderes ausprobiert. Es klappt trotzdem nicht. Da müssen wir echt gucken, dass wir noch einen zweiten Verwandlungszauber hier rankriegen, der genauso schnell ist wie der Schattenläufer und auch so viel aushält. Ja. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich. Oder liegt das an der Rüstung? Kann es eigentlich nicht, oder? Ist ja kein Schutz vor Fallschaden. Das wäre ja mega doof. Naja. Soweit, so gut. Da hätten wir jetzt Jacken da durch. Ja, das hätten wir alles. Ach ne, der Mörder von Angus und Hank. Das können wir noch eben abgeben. Bei den Piraten. Dafür gibt es vielleicht nochmal 100 Erfahrungspunkte. Vielleicht auch nur 50. Keine Ahnung. Und was machen wir dann? Dann könnten wir eigentlich nach Corinus zurück und dann ins Minental. Aber ich möchte halt gerne auch nochmal da gucken, was da ist. Weil das täte mich interessieren. Komme ich jetzt nicht auch hier schon hoch und hier raus? So, wir trinken nochmal hier einen netten Geschwindigkeitstrank. Oder besser gesagt einen schnellen Hering. Na, guck. Können wir uns auch gleich zum Canyon teleportieren. Dann können wir auch wieder die Banditenrüstung anziehen. Und die müssen wir ja gleich eh ausziehen, wenn wir zurück nach Corinus gehen. Dann müssen wir weiterhin in der Piratenkluft rumlaufen. Ja, wir brauchen noch diese Punkte, damit wir Stufe 3 lesen können. Weil dann haben wir mehr Lebensenergie auf jeden Fall. Das wäre auch schon mega gut. Ja. Tafeln auch endlich mal lesen. Für Zweihand, da ist ja auch noch Stärke dabei und Geschicklichkeit. Mana haben wir. Einhand. Und die Dreier sind halt schon ziemlich gut. Die Zweier waren ja schon nice mit einfach plus 4 Bonus. Und dann hoffe ich mal, dass die Dreier dann auch so plus 5er Bonus geben oder 6er. Das wäre schon mega der Hammer. Ihr wisst, jeder Punkt zählt hier in dem Spiel. Besonders in dem Mint-On. Und da gucken wir mal. Von selbst ist er da nicht drauf gekommen. So. Gibt's was Neues? Jetzt, wo Greg wieder da ist, weht hier ein anderer Wind. Wurde ich gar nicht mehr, wie man noch glauben soll. Zeig mir. Boah. Verdammt. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Das ist auch nichts Besonderes. Was hat er denn hier? Ach, Flammenamulett, nee. Ring der Verteidigung. Ja, mal so ein schöner Stärkering wäre geil. Wir haben leider keinen Stärkering, soweit ich das gesehen habe, als ich das ja mal durchgeguckt habe. Wenn er das mehr Priester nicht sieht, haben wir, Lebenskraft. Nicht mehr helfen. Das war doch seine Entscheidung. Ring der Krieger ist leider Schutz vor Waffen. Das ist doch alles nur Gerede. Das ist mega doof. Für sowas keine Zeit. So, wem können wir denn jetzt hier von Angus und Hank erzählen? War das hier Bill? Hey, du! Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Wer? Wer war es? Der Kerl heißt Juan und ist einer der Banditen. Du musst das Schwein erledigen, hörst du? Er darf nicht mit der Sache ungeschoren davonkommen. Juan ist erledigt. Und? Hat er gelitten? Mach mal halblang. Schon gut. Hauptsache, du hast das Schwein fertig gemacht. Okay. Oh Mann, okay. Das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen mit den Lernpunkten, dass wir dafür 15 beschissene Lernpunkte jetzt brauchen. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Naja, soweit alles gut hier. Hat Skip noch was zu tun? Wird sich das jemals ändern? Ich kenne den Mörder von Angus und Hank. Schön für dich. Die beiden sind tot. Wen interessiert ja, sowas da noch? Rache hat noch keinen Piraten reich gemacht. Hauptsache, ich habe meinen Grog wieder. Ich bin okay. Ganz deiner Meinung. Ja, nett. So. Man weiß wir gar nicht mehr, wie man noch glauben noch mal soll. Schnell. Ich werde mich da nicht einmischen.
Er weiß ja nicht mal, wie man ein Schwert. Vielleicht gibt es dann im Minental bessere Waffen, die wir da finden könnten. Das wäre natürlich geil. Ja, und sonst, ja. Ist schon doof, ey. Ich würde sagen, auf geht's, zurück nach Corinnes. Waren wir hier oben eigentlich schon mal? Sind wir hier schon mal hochgeklettert, als ich hier war? Also als wir hier neu angefangen haben? Ich denke, ne? Dass wir das schon mal gemacht haben. So, wir gehen zurück nach Corinnes. Und dann ab in Richtung Minental. Ich wüsste nicht, was wir... Ja, wenn wir jetzt einen Troll töten würden, würden wir natürlich 1000 Erfahrungspunkte kriegen. Das reicht dann noch nicht. Nee, da müssen wir noch ein paar Quests machen. Aber hier haben wir keine mehr. Wir könnten jetzt aber... Wegen des vor der Situation... Okay, der ist doch tot. Joe? Ja. Papa, papa. Mal schauen. So, hier haben wir hier schon eigentlich die Dinger gelesen. Ja. Okay, hier gibt es hier nichts zu lesen. Okay, das ist der Teleporter. Der bringt uns, glaube ich, nach draußen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Corinnes. Aber vorher einmal speichern. Nachher stürzt das Spiel ab. Hihihi. Haha. So. Da sind wir wieder. Okay, eigentlich waren wir die ganze Zeit schon in Corinnes, nur jetzt sind wir eigentlich. Ihr wisst schon. Einmal kurz die Armor wechseln. Dann einmal zack. Oh ja, hier ist der Ork. Eigentlich könnten wir mal versuchen, den Ork zu verprügeln, oder? Aber bei unserem Glück wird das wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Ja, tschüss. So, jetzt sind wir hier. Geh weg. Geh weg. Danke. So, dann machen wir uns jetzt auf den Weg zum Plateau. Jetzt werden wir zwischenzeitlich nochmal zurück nach Jakenda gehen, um die Trolle da natürlich wegzufarmen. Und um natürlich diese kleine Schatzsäcke da noch auszuheben. Ich werde mich da nicht einmischen. Hat er vielleicht noch was? Eben kurz vorbeischauen an Waffen. Okay, er hat eine dicke Axt auf dem Rücken. Das will doch keiner wissen. Sag klar! Man weiß gar nicht mehr, wem man glauben kann. Ich habe für so etwas keine Zeit. Verdammt! Er hat auf die falschen Leute gehört. Okay, dann müssen wir da lang, aber ich will noch einmal kurz hier... unten hin, zu diesem Typen, den wir die Steintafeln gebracht haben. Ach, und wir hätten auch nochmal zu Vatras, glaube ich, gemusst. Um ihm zu sagen, dass alles jetzt vorbei ist, dann würden wir wahrscheinlich auch nochmal Erfahrungspunkte bekommen, ne? Denke ich mal. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Errol. Hey. So. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Zeig mir deine Ware. Weiß gar nicht mehr. Die Auswahl ist nicht sehr groß. Ja, ja. Hier brauchst du das nicht zu sagen. Edles Bastardschwert. Meinst du, mir geht's zwei Hände.
Das interessiert mich nicht. Er hat auf die falschen Leute gehört. Bonus für maximale Lebensenergie. Ist das, dass wir dann 20 Lebensenergie dazu bekommen? Krass. Wenn wir nicht gekommen wären, wäre vielleicht ein Einkauf wert. Aber naja. So, okay. Besonders hat er nichts mehr dabei, deswegen. Ist das jetzt ein Umweg, den ich hier laufe, oder ist es da hinten ein Umweg? Ich glaube, das ist da hinten weiter ein Umweg, oder? Naja, keine Ahnung. So, Minta wird wahrscheinlich sehr gefährlich wegen den ganzen Orks. Und dem ganzen Gefiechtzeug, was da rumläuft, aber da können wir wieder schön Erfahrungspunkte kriegen. Wenn wir da die ganzen Viecher, die auf unserem Level sind, schlachten. Und guck mal. Keiler müssten wir noch jetzt kriegen. Ja. Ah, sehr viel Schaden. Fälle können wir auch verkaufen, natürlich. Müssen wir auch bald nochmal zu Bossbar. Aber vorher will ich jetzt ins Minen. Ah, lädt er auf? Da lädt die Waffe, glaube ich, auf, ne? Wenn das immer so bzzz macht. Wenn das so brutzeln tut. Warten wir noch nie. Kriegt der arme Scavenger den Blitz auf den Kopf. Oh. Wie soll das nicht aufhören? Ach, genau. Von den Viechern können wir jetzt auch die Sachen ziehen. Also die Klauen abziehen. Und dann können wir hier noch ein bisschen farmen. Weil wir hier haben ja ein paar übersehen, ne? Die waren, glaube ich, noch zu stark für uns. Als wir zuletzt hier waren. Weil jetzt sind sie ja soweit ganz easy. Nicht zu plündern. Hier, die fliegen. Auch kein Problem, ne? 15 Punkte brauchen wir. Wir können jetzt also ein paar Punkte ausgeben für Einhand nochmal, damit wir das jetzt halt doch auch alleine auf 30 hochkriegen. Damit wir dann auch unsere Chance auf kritische Treffer halt erhöhen. Naja, ich habe gerade gar nichts gesagt mehr, oder? War gerade kurz abgelenkt, geistlich. Geistig, nicht geistlich. Ja, ich bin ein Geistlicher. Ich bin ein Priester Adonis. Hm. Okay, dann. Aber so weit waren wir noch hier schon überall, ne? So weit vorgedrungen wie möglich. Ja, stimmt. Da haben wir die Lurker oben weggehauen, damit wir. Da Greg Schatz. Oder so ein Drachensnapper oder sowas. So. Dann. Minental, wir kommen. Wie gesagt, ich muss das noch fixen mit dem Renderer. Aber sollte klappen. Bist du sicher, dass du da rein willst? Ja. Ich befürchte, du wirst nicht sehr weit kommen. Die Orks stehen auf der anderen Seite. Wenn es einen Weg ins Minental gibt, werde ich ihn finden. Gut, dann geh. Geh mit Innos. Danke. Ja. Oh, Wölfe. Oh, ich mag die Musik, die jetzt im Hintergrund läuft. Das ist cool. D
Ja. Ah, schön hier. Und ich glaube, wenn wir jetzt hier abbiegen, ist ein geheimer Tunnelgang. Ich glaube, von dem hatte Lester sogar gesprochen. So ist er ja aus dem Tal rausgekommen. Also aus dem Nichts Tal. Zu plündern. Ne? Gut, wir schauen uns hier oben nochmal um. Oh. Nein, natürlich.